Oh, scheiße, 3, 2, 1, los geht's. Hier ist so ein Viech. Alter, das schießt mich ab. Der Boy ist nicht connected. Marcel, hier ist so ein Viech. Kommst du bitte auf den Server? Ja, ich bin bei dir. Guck dir das mal an, das schießt mich ab. Au! Es hat mich vergiftet. Fuck. Ich baue mich ein. Hab sie getötet. Okay, ich habe keine Vergiftung mehr. Da ist so ein Spawner davon drin. Bringen die irgendwas? Ich weiß. Hast du eine Spitzhacke im Inventar? Jo, ich baue ab. Ey, das wurde aber ausgeleuchtet, oder was du das gerade? Nein, das gehört, das ist immer so. Okay. Also, die haben gesagt, die suchen uns und drehen Runden. Generell suchen die, die drehen Runden, ja. Komm. Das heißt, wir müssen aufpassen. Ey, wenn die Runden drehen, lass doch einfach irgendwo in Blätter einbauen und warten. Und sneaken und warten, bis sie ihre Runde gedreht haben. Bis die kommen. Ey, ja, ohne Scheiß! Aber jetzt ist, jetzt ist die Frage, wie weit vom Spawn laufen sie? Die werden ja entweder werden die werden sie ganz. Bestimmt am Rand laufen. Ich bin mir da nicht so sicher. Hä? Lol! Er hat mich gespottet! Das ist okay, ne? Ja, es war ein Witz. Wir alle, damit wir den Regen in Zukunft selber ausstellen können. Ja. Wenn das so sehr genervt hat. Nee, jetzt am Ernst, ist eigentlich gar nicht so eine dumme Idee, nur wir müssen das schnell machen. Wer weiß, wie lange die noch bis von zu uns entfernt sind, wenn die ihre Runden drehen. Weißt du, was ich meine? Aber lass es nicht bei diesen scheiß Fröschen machen. Alter, das hört sich hier nicht an wie Frösche, das hört sich an wie so eine Missgeburt, Alter. Ohne Witz. Ja, es sind aber leider Frösche. Ja, jetzt ist halt die Frage, wir müssen uns eigentlich echt einfach irgendwo in so einen Baum eingraben und auf Namensschilder achten. Ja. Das ist, glaube ich, leichter als von oben zu die Spieler an sich zu sehen. Weil wenn du so eine gerade Fläche hast, siehst du viel besser die Namensschilder. Weißt du, was ich meine? Ja. Sollen wir das machen? Wir müssen uns da echt was einfallen lassen. Willst du auf den Baum hier oder wie dann? Wenn wir so zufällig nicht rein, ja, ich weiß nicht, ob wir in den hier sollen. Das ist halt echt die Frage, bis wann die ihre Runde gedreht haben. Aber wir müssen uns halt echt schnell was einfallen. Und die andere Frage ist halt auch, wie weit entfernt vom Spawn? Wenn die halt irgendwie nur so 50 Blöcke und dann drehen sie einfach. Ja, sie sehen die Namensschilder. Und wenn die 50 Blöcke, ich glaube, die gehen schon große Runden. Spawn ist 400 Blöcke weit weg. Ja, die werden schon vermuten, dass die Gegner nicht so dumm sind und direkt am Spawn sind, sondern eher am Rand. Weil am Rand wird man halt eher nicht gefunden. Wäre voll die gute Idee, am Spawn eine Base zu basteln. Ja, die werden ihre Runden bestimmt am Rand drehen. Was machen wir jetzt, Marcel? Langeweile und den Baum einbauen und warten oder was anderes? Ich muss sagen, ich würde sie aktiv suchen wollen. Okay, dann suchen wir sie aktiv. Aber da besteht halt die Gefahr, dass sie uns zuerst sehen und wir nicht so gut vorbereitet sind. Ja, das aber ist halt das Einzige. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Hoffentlich, okay. Wir müssen einfach nur absprechen, einer guckt so weiter irgendwie linke Flanke, einer guckt rechte Flanke. Ja, das müssen wir machen. Wie viel Essen hast du? Ich habe noch ein bisschen was, aber ich müsste auch bald mal was braten. Ich habe dir da noch ein Brot. Ja, Brot, Rotten Flesh ist besser als gar nichts. Ja, das stimmt. Rotten Flesh im Kampf ist Mist. Ja, das stimmt. Und du hast aber auch notfalls auch noch den goldenen Apfel. Lol, Enderman, okay. Warte, können wir den töten? Willst du den töten? Ja. Oh, ich bin runtergefallen. Ausschau. Es ist halt aber auch echt mies mit dem Wald. Man sieht durch den Wald halt echt mega schlecht irgendwelche Gegner. Oh, du Wichser! Aber, lol. Ja, da auf dem Baum? Nee, das ist unser abgefackelter Baum hier. Wir sind gerade bei unserer Kampf. Ich hab leider keine Enderperle. Okay. Eine Frage, kann ich den Sapling wieder wegschmeißen? Ja, schmeiß weg. Wir bauen uns eine Skyway. Ich hab noch rohes Fleisch. Hier sind noch Schweine. Ja, ja, wir sind gerade da, wo unsere alte Base ist, ne? Hier, da war doch. Das war ja mal aufs offene Feld. Ja, da war ja auch mehr als genug Essen auf dem Feld. Nur auf dem offenen Feld werden wir halt leichter gesehen. Wobei, das ist auch ein Vorteil, weil wir sehen auch leichter Leute. Beziehungsweise sie können sich nicht von hinten an uns ranschleichen. Noch ein Schwein. Genau, das ist ein Vorteil. Wenn wir so am Ranzen, können sie das halt doch. Sollen wir mal auf unsere alte Base gehen? Oh, ich dachte gerade, da wäre ein Gegner mit einem Bogen. Das ist so ein scheiß Dreckskelett. Oh Gott, Herz in der Hose. Ich sag, ich will sie suchen, aber hab mehr Angst vor denen, als sie von mir wahrscheinlich. Ey. Ja, das ist es doch. Wir haben einfach so Schiss, weil wir so gefickt sind. Ja, aber ganz ehrlich, dann ist es so. Dann ist es halt so. Das ist ein Spiel und ich muss das gewinnen! Kommt auf jeden Fall bald. Ich muss es auch gewinnen. Ich hab richtig Bock, das zu gewinnen. Eigentlich könnten wir es denen halt auch mal wieder richtig geben. Ich finde halt, die letzten Tode waren eh so mega unnötig. Ja, der eine Tod war halt richtig scheiße, weil du da stehen geblieben bist und der andere war einfach nur, weil wir uns da überschätzt haben, beziehungsweise die Gegner etwas unterschätzt. Genau. Ja, und wir hatten nicht genug Magazine. Und definitiv nicht genug Essen. Aber jetzt sind wir eigentlich ausgerüstet genug. Ja, aber wie gesagt, ich kann das Fleisch nicht mehr mitnehmen. Sollen wir mal irgendwo einen Ofen aufstellen? Ja, aber ich habe noch nicht so viel Fleisch, dass es sich lohnt. So, ich schau wieder ein bisschen nach links, nach rechts und nach hinten. Ja, ich guck mich auch immer wieder mal um. Okay. Das kann halt sein, dass wir es gesehen haben und irgendwie so aus dem... Oder wie wir uns sich unten runterbuddeln.
Ich weiß gar nicht, wer hat das damals nochmal gemacht. Nee, das machen wir nur, wenn Gegner definitiv irgendwo stehen bleiben. Dann machen wir das, aber ansonsten nicht. Denn ist die Spills, also wir sind voll in der Nähe vom Spawn. Ja, aber ich fuck das gerade so ein bisschen ab. Was fuck dich ab? Erzähl. Das ist hier einfach so Essen. Das Ra, also erst die Creeper Ra, jetzt Essen ist das Essen wenig, Ra. Ja. Da hast du recht, plötzlich ist sehr wenig Essen da. Hier ist die hier ist eine Schlucht. Wir sollten nicht so nah an der Schlucht stehen bleiben. Ja, aber vielleicht ist das die sie gemeint hatten. Wir haben eben gerade eine Schlucht gefunden. Jetzt ist auch die Frage, gehen sie gegen oder... Nee, waren wir selber ja schon. Gehen sie gegen oder mit dem Uhrzeigersinn? Das ist auch noch eine Frage, die gar nicht mal so... Das ist gar nicht mal so unwichtig. Ja, aber wenn wir total langsam gehen, dann kann es halt auch sein... Also wenn wir langsamer gehen und die schneller, was durchaus... Alter, in dem Nager-Ding sind so viele Schweine. Und das Nager isst die einfach nicht. Voll dumm, das Nager, ey. Ja, warte mal. Soll ich das Ding mal angreifen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute... Ich interessiert mich gar nicht, was du sagst. Alles klar. Aber es kann ja eh nicht auf... Ich treffe den... Nager... What the fuck? Guck dir die Achievements an. Obtain a Nager Scale. Die sind bei einem Nager. Dann ist es aber nicht der hier. Dann müssen wir schnell... Lass doch schnell zu dem anderen. Vielleicht sind sie geschwächt. Oder vielleicht gehen sie jetzt zu ihrer Base zurück. Ja, aber vielleicht ist das gar nicht ihre Base. Ja. Okay, lass schnell dahin. Weißt du noch, wo das war ungefähr? Das Problem ist, ich habe doch da unten das Wasser alles so abgebaut mit dem Dirt. Ach so. Ja, dann lass... Ja, wir können auch vor der Base warten, also... Aber die werden nicht in ihre Base rein. Nee, werden die nicht. Die nehmen alles mit, sonst hätten die da schon ein paar Sachen gebunkert, weißt du? Ja, aber wo war nochmal das andere Nager-Ding? Das war beim Labyrinth, ne? Da hast du doch einen Waypoint. Nicht mehr. Ah, fuck. Hast du den echt gelöscht? Doch, warte, ich kann kurz gucken. Waypoints? Oder hast du den nur ausgeblendet? Nee, ich hab nur Spawn-Kiste-Kiste und dann habe ich einmal die Nummer 5, aber das ist da hinten, wo wir herkommen. Das wird's nicht sein. Bitte lauf jetzt nicht so weit weg. Also Waypoints habe ich nie gelöscht, sondern immer nur ausgeblendet. Aber Scheiße. Marcel. Okay, ich bin auch hier vorne. Da ist der Spawn. Ja, dann lass uns mal rechts rum. Aber vielleicht rechnen die auch damit, dass man kommt, wenn die Nager gekillt haben. Ja, aber ganz ehrlich... Aber hier irgendwo in dem Gebiet könnte das sogar sein. Nee, die eine Nager war gerade bei uns und wir müssen echt noch ein Stückchen laufen. Ich glaub, ja, aber wenn wir in die Richtung laufen, könnte es echt sein, dass es dann kommt. Ja, da ist noch ein Hirsch. Nehmen wir mal mit, richtig? Ja, bitte. Much important, very wow, such awesome. Ich habe das Gefühl, ich verbrauche mehr Essen, als dass ich... Wir sind bald echt out of Essen, wenn es so weitergeht. Auf jeden Fall. Ist hier auch so eine... Ich will jetzt auch echt gleich mal was... Ich habe wieder... Kannst du das hier mal runterbauen? Da unten ist bestimmt wieder eine Kiste. Waren wir das nicht sogar, die das so abgebaut Nein. haben? Nein, wir haben es nicht wieder aufgebaut. Nee. Hältst du Ausschau, bitte? Halt ja. bitte Ausschau. Hier, versuch... Irgendwo muss das hier sein. Was? Irgendwo muss da unten eine Kiste sein. Sicher? Ja. Unter einem Block, direkt unter dem Dirt ist, Darf ich da reinspringen oder geht dann irgendeine Falle los? Nö, letztes Mal war... Digga. Ich halt mal Ausschau. Oh, LOL! Komm! Wohin müssen wir denn? Zum Nager, ich würde jetzt loslaufen. Aber zu welchem Nager? Komm einfach mit, hier ist die Twilight Lich wieder. Damit haben die jetzt tatsächlich... Damit habe ich echt nicht gerechnet, ey. Null Respawn-Tickets, das heißt, wenn nochmal einer von denen stirbt, ist derjenige schon raus. Hier ist noch ein Hirsch. Hier ist das Lich. Ja genau, und bei dem anderen Lich war irgendwo... Da bist du. Ich bin direkt hinter dir, ich habe nur den Hirsch geholt. Ja, aber what the fuck? Die werden... Legen die das darauf an, oder? Ich weiß nicht. Okay. Also ich kann es echt nicht sagen, leider. Ich check's halt einfach gar nicht mehr. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich versuche jetzt so möglichst kühl vorzugehen und nicht zu sehr aufgeregt zu sein. Ich mach gerade mal den Regen aus, warte kurz. Ich meine, die haben alle bessere PCs als wir und deshalb leckt es bei denen im Regen auch nicht, was ein Nachteil für uns ist im Kampf. Hier ist so eine Schlucht. Haben das wir die ist, schon jemals nein. gesehen? Nein, und wir haben auch die ganzen Cobblestones hier nicht hingebaut und den Dirt hier rüber haben wir nicht. Warte. Gut, das kann nicht weit sein von hier. Ja, aber ich will nicht über die Schlucht drüber gehen, sonst schießen die uns rein, falls die uns sehen. Ja, falls, ne? Für den Fall der Fälle aller Fälle. Ich will einfach auf der sicheren Seite sein. So, hier muss irgendwo das andere Nager-Ding. Irgendwo hier, wenn du es auf der Minimap sehen. Da ist nämlich nochmal ein Twilight. 7 Brot und 5 rechts von uns ist nämlich nochmal ein Twilight Lich und dann muss hier irgendwo noch die Base sein. Die Nager sein. Ja, weil hier ist auch diese gegnerische Base, die wir gefunden hatten. Und da sind wir auch an einem Nager vorbeigegangen, das schwöre ich dir. Warte mal. Ich denke schon die ganze Zeit, ich sehe Gegner. Ich sag's dir, ich bin so fertig mit den Nerven. Ach, komm, ganz entspannt. Hier vor uns ist so ein Hügel, der sieht aus, als ob wir uns da reinbauen könnten. Okay, ich hab die Schaufel. Die werden echt so gefickt. Edret und Zottel. Ja, das tut mir mega leid für die. Hier hat sich auch mal jemand hochgebaut, glaube ich. Das sieht fast so aus. Ich halt mal wieder ein bisschen... Oh, jetzt backt das rum. Also Minecraft 1.7.10 ist echt nicht so toll performancemäßig. So, ich bin oben. Ja, ich komme dir nach. Ich bin hinter diesem Twilight Sollen wir schon hier oben mal vorsichtig Ausschau halten? Ich habe unsere alte Base gefunden. Da können wir noch ein paar Sachen rausnehmen. Welche alte Base? Die am Schnee. Ja, als ob wir hier waren und nie diese komische Schlucht gesehen haben. Ich werde echt nicht mehr, ey.
Wollen wir denn oder wollen wir nicht? Wohin? In die Base? Also so diese Twilight Lich Dinger, davon gibt's echt zu viele. Ich muss jetzt, Marcel, jetzt mal ohne Scheiß, wir stellen jetzt hier oben Öfen auf und ich habe nur noch 5 Brote, das reicht nicht an Essen. Ich habe auch nicht so viel zum Kochen, aber... Ist gut. Egal, Hauptsache jetzt etwas, das so langsam wird's brenzlig. Warte hier, achso, hast du noch... So, 3, Kohle habe ich genug. Okay, dann so eine andere Sorte Fleisch habe ich gar nicht. Okay, dann mache ich da noch was rein. Weil das wird mir hier echt zu gefährlich mit dem Essen. Wir müssen echt Essen anbauen. Ich habe ja am Anfang gesagt, lass die Melonen doch lieber anbauen. Nee. Ich hab noch Melonensamen, die können wir jederzeit anbauen. So. Melonen ist so nervig, die zu essen. Die führen nur einen Hunger auf. Das ist im Kampf halt echt suboptimal. Ja, da sind diese Steaks von den Hirschen eigentlich am besten. Willst du das Schweinesteak nehmen? Ich würde gern das Hirschding. Na gut, dann... Aber ich gebe dir davon gleich die Hälfte ab. Ich nehme erstmal alles raus. Weil ich habe hier noch Chicken. Ich halte nochmal ein bisschen Ausschau. Naja, ich guck auch immer nochmal. Alter, die haben echt so einen Nagerding getötet, ey. Ich glaube das nicht. Ja, aber das kann zwar nicht sein, dass wir die... Balls of Steel, Alter. Kannst du den einen Ofen wieder abbauen? Obwohl, warte, ich halbiere das noch einmal. Ich halte immer noch Ausschau. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schwer, so ein Nagerding zu killen. Ich glaube auch, wir sind da ein bisschen zu ängstlich. Ich meine, die Wölfe... Wir haben zu viel Respekt vor dem Mob. Diese Wölfe, die uns da zum Beispiel angegriffen haben, die waren ja auch nicht krass. Ja. Aber dieser Twilight Lich mit dieser Zombie-Armee, das hätte schon Swag, oder? Ja, vielleicht machen die das ja. Wir müssen auf die Liches aufpassen. Auf die Bitches aufpassen. Auf die Liches. Auf die Twilight Liches. Auf die Liches, mein Freund. Aber guck, jetzt suchen wir die und jetzt kommen sie wieder nicht. Das ist doch wieder typisch hier. Kannst du bitte den einen Ofen wieder... Nee, doch nicht. Alles gut. Ein Ofen wieder mitnehmen, bitte. Danke. Ja, ich muss... Kurz. Daumen an Kasse 3, bitte an Kasse 3, dankeschön. Das kann ich dir geben, das und das. Ja, Müll, ich stehe so sehr drauf. Hinter dir liegt ganz viel Essen. Mhm. Danke für den Müll. Das reicht doch aber erstmal, oder nicht? Hast du noch einen Weizen? Hier. Ja, wir könnten eigentlich Weizen anbauen auf unserer Skybase, das wär's doch. Oh, Alter, Junge, du, das ist Skybase. Ich glaub das nicht. Ich glaub ja, hätten wir Skybase, dann hätten wir zumindest was Sinnvolles zu tun, anstatt dumm in der Gegend rumzulaufen. Kann gibt's ich eigentlich, Ofen gibt's auch eigentlich, mitnehmen? Ja, gibt's jetzt eigentlich Bullet Drop bei den, wir haben wir noch Essen im Ofen hier von der Base, aber ich glaube nicht, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Vielleicht haben die Bullet Drops von der, haben die Panzerfäuste eigentlich Bullet Drops? So. Was meinst du mit Bullet Drop? Dass die sinken nach der Entfernung. Ja, ein bisschen tun die, ja. Okay. Wo bist du denn du jetzt? Ich sehe dich. Ich bin direkt unter dir. Okay. Ja, Skybase, Marcel. So, ich gehe jetzt hier runter. Oder wir Skybase. Bauen uns von... Ja. Ich weiß halt nicht, das Problem ist, wenn ihr uns schreibt, baut eine Skybase, sehen wir das halt leider erst, wenn es zu spät ist, weil wir immer ein bisschen im Voraus aufnehmen. Weil wir nicht so viel, alle nicht so viel Zeit haben, ja. Wir können nicht jeden Tag aufnehmen, das ist das Problem. Schaffen wir zeitlich nicht. Wir machen das nicht Vollzeit. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.